Ja, hallihallo, hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme und Folge von Razor Flamed. Und heute gibt's sogar etwas ganz Besonderes dazu, denn es gibt eine kleine Verlosung, die ich ja das letzte Mal schon angekündigt habe, und es handelt sich dabei um eine Elsword-Tasse. Also ich muss hier aus dem Discord-Call raus. So, ich habe jetzt nochmal den Sound so ein bisschen in-game lauter gemacht, dass vielleicht so ein bisschen mehr Geräuschkulisse und so weiter existiert. Auf jeden Fall, es gibt, ich blende das jetzt mal ein, diese wundervolle Tasse zu gewinnen. Einmal hier, ihr seht das, da hat oben unten so einen kleinen Keksbehälter. Und so sieht sie halt von der anderen Seite her aus. Es ist ein Unikat. Ich sage es nicht immer, es ist ein Unikat. Es gibt diese Tasse kein zweites Mal. Und was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach eigentlich. Ihr müsst einfach nur eine Avatar-Kombination, ich bin ja auch so der Fan, punkto Avatar, so ein bisschen Kreation und so weiter zu machen, zur Thematik Märchen mit eurem Charakter gestalten. Mag so ein bisschen unfair zu meinen Leuten, die nicht viel Avatar haben, so ist halt so, aber die Sachen haben ja auch so einen gewissen Wert und wie gesagt, also die Tasse da ist halt schon echt mega cool. Also wirklich. So. Gut. Dann wollen wir mal anfangen und durchstarten. Also wie gesagt, also ihr macht einen Screen dann von eurem Avatar-Outfit, ladet es auf einer Website hoch, zum Beispiel saved.im. Also es gibt ja genügend Bild-Hoch-Upload-Seiten. Falls ihr Probleme damit habt, könnt ihr mich auch anschreiben und postet den Screen in die Kommentare. Wenn YouTube da Probleme macht, sage ich euch Bescheid. Einfach, und aber sollte es nicht. Genau, ich muss da so ein bisschen drauf achten. Ihr habt eine Woche Zeit dafür, heißt von heute an bis nächsten Sonntag, das ist der 4. Februar, und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, und logischerweise, falls ihr gewinnt, müsst ihr mir eure Adresse dann geben, damit ich euch das zusende, ne, damit ihr darüber Bescheid wisst, ne? Gut, fangen wir mal mit dem PvP an, lange geredet. Und haben wir unseren Spaß. Gut, ich habe alles an. Passt. Ich habe hier auch nicht das komplette Henia-Set dann wirklich an. So. Hier mit dem dann Teil und dann Teil. Aber Hauptsache, ich sehe gut aus im PvP. Und bisher hat es ja nicht geschadet. Gut, schauen wir einfach mal. Was uns heute so erwartet. Okay. Pretty Bitch. Ja, sehr schön. Die ist schnell. Ah, das war gut. Da war ein, Kombo-Fehler von ihr. Ah, beziehungsweise, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Combo-Fehler war. Weil, holy shit. Die macht Schaden. Die macht Schaden. Okay, ja, die lädt halt einfach auf. Okay, das ist merkwürdig gewesen. Okay, ja, das ist dann das typische. Wow, oh, okay. Okay. Ja, hol ja noch das Item. Ist in Ordnung. Okay. Ja, ja. Ist okay.
Wow. Okay. Hat die mich? Oh, klack, 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 klack. Das war lucky. Ups, ja, okay, da. Kann ich auch viel machen. Ja. Ah, ärgerlich. Krieg ich die noch? Also ich kann noch droppen. Ja, das Corkscrew. Okay. Ah. Ich mag GG schreiben. Ich hier. Oh! Draw. Na, ist trotzdem lost, aber trotzdem. War eine lustige Runde, also nice. War eine lustig. Hat Spaß gemacht. Und war eine lange Runde, also. Nee, das wollte man nur sagen. Also, diese. Kennt ihr diese Geschichte mit von wegen, ja, hier, dass häufig mit spanischen Leute aus Spanien, da die Probleme haben mit den Lags und Co. Hat ja mal was mit den südamerikanischen Leuten zu tun, die halt nicht aus Europa stammen mit den Distance Lag und so. Wollte nur mal erwähnt haben, weil Italien, Frankreich, also ihr seht ja, also passt. Und selbst wenn es mal nicht passt, dann passt es halt mal nicht und das ist in Ordnung. Oh, Level 51. Okay, das wird interessant. Das kann auch eine total krasse gute sein. Also. Auf jeden Fall. Ist voll die krass gute, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Gewonnen. Aus Frankreich. Da kommt wohl nichts. Top. Mehr. Nächste Runde. Die eine Runde voll lang, die andere jetzt so. Ich bin immer voll faul wegen Thumbnails, weil ich nichts Individuelles aktuell habe und manchmal macht dann einfach gar kein Thumbnail für die Folge. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. So. Ich weiß nicht, wie wichtig sind für euch diese Thumbnails, also die Preview-Bilder bei Videos. Wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Genau, und falls ihr noch Fragen habt zu der Verlosung, könnt ihr die auch einfach in den Kommentaren stellen. Und ich werde, weiß nicht, ob ich am Sonntag direkt es bekannt gebe. Vermutlich erst am Montag, weil ich euch ja bis Sonntag das einsenden lasse. Nicht nach meiner Vergangenheit. Bis 24 Uhr. Okay. Okay. Ja, man sieht halt so leichte. Sorry, aber. So muss ich runter. Ich hatte aber das Gefühl, ich werde langsam wieder ein bisschen besser. Ah, fuck, ich wollte gerade. Ja, okay, ich wollte ihn da eigentlich abfangen. In der Richtung, also. Ich weiß, so ein bisschen. Highground ist eigentlich besser. Ich bin zu dumm! Ich bin zu dumm! Er macht aber auch kaum Schaden, ne? Gefühlt. Der Typ, also. Ich geh mal an die Seite, weil ich halt, wie gesagt, nicht MB catchen mag. Ah, die kennen halt sowas wie Fairness nicht. Ja,
Ja, come on. Hast du davon? Mein neuester Catch-Skill schlechthin. Titankanone. Schade. Ah! Das wiederum das Schild eigentlich eher schlecht gewesen. Wow. Ups. Ich warte hier auf ihn, weil ich habe keinen Bock, so, you know. Ja, ja, guck, er schlägt direkt. Dann warte ich halt hier. Ah, jetzt kommt, er kommt. Ah, ich sollte halt nicht diese Skill-Sachen... Okay, gut. Komm. Ja, ich war mir klar, dass du das nehmen willst. Verdient, Junge, verdient! Kack Item-User! MB-Catcher! Ich denke mal, eine Runde geht noch. Also vielleicht so eine Runde. Und dann passt das, dann ist es vorbei. Puh. Anstrengend. PvP! Der Spaß meines Lebens. Aber ich nehme immer vom auf, bevor ich ja überhaupt was zum Mittag gegessen habe, Leute. Es ist 14.46 Uhr. Sollte langsam mal was essen. So, nächster hier. Komm an. Nächsten MB-User hier fertig machen. Nehmen wir, also er hat halt eigentlich nur verloren dadurch, in meiner Meinung, dass er einen Riesentrank genommen hat, weil er dann natürlich auch ein größeres Ziel für mich ist und ich ihn deutlich besser treffe. Ansonsten hätte ich ihn da vermutlich gar nicht gecatcht. Voll gebaitet hier. Oh, Rose, okay. Dagegen verliere ich. Das ist frankreich. Okay. Oh? Okay. Nice. Aua, aua, aua. Aua. Nice. Sorry, aber selbst wenn du da drinnen stehst. RIP. Ach, Raven. Gut. In Ordnung, Leute. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin gespannt auf eure Einsendungen zu der Thematik und alles. Und bis zum nächsten Mal dann wieder, ne? Auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö.